Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, meine Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talkradio. Wir haben heute Nacht ein festes Thema und das Thema heißt Fremdgehen. Fremdgeh-Geschichten. Ich möchte mit euch über das Fremdgehen reden. Seid ihr Fremdgeher? Seid ihr schon mal fremdgegangen? Tut ihr das vielleicht immer noch? Wie lange tut ihr das? Wart ihr schon mal oder seid ihr Opfer von Fremdgehern? Hat man euch betrogen und belogen nach Strich und Faden? Überhaupt alles rund um das Thema Fremdgehen. Wenn ihr mit mir darüber reden wollt, wenn ihr mit mir zusammen fremdgehen wollt, hier heute Nacht in der Sendung, ruft mich an, Telefonnummer 0800 5678 111 oder faxt mir unter 0800 5678 110. Brigitte, 42 Hallo. Jahre alt, guten Morgen. Guten Morgen, hallo Domian. Hallo Brigitte, gehst du fremd? Ja, seit 10 Jahren. Ich habe seit 20 Jahren eine feste Beziehung und gehe seit 10 Jahren mit meiner ersten großen Liebe fremd. Mit der ersten großen Liebe? Ja. Seit 10 Jahren, obwohl du 20 Jahre eine Beziehung hast. Ja. Bist aber nicht 20 Jahre verheiratet? Nein, verheiratet sind wir nicht. Weil muss man nicht. Nee, muss man nicht. Stimmt. Muss man nicht. Nein, nein. Ich muss aber dazu sagen, also zu meinem Freund, mit dem ich eine feste Beziehung hatte, der heißt Wolfgang. Mhm. Also mit dem du die feste Beziehung hast? Die feste Beziehung, seit 20 Jahren. Ja. Ne, das ist also so, der hat mich in diesen 20 Jahren noch nie belogen, noch nie betrogen und ich würde ihm hundertprozentig vertrauen, also ich würde ihm unzuzögern mein Leben anvertrauen. Dafür belügst und betrügst du ihn umso mehr? Ne, Moment, nein, nein, er weiß von der Beziehung. Er weiß davon? Jawohl. Er weiß davon? Er weiß davon. Also mal eins nach dem anderen jetzt, warum machst du das überhaupt? Sagen wir mal so, also er hat angefangen dadurch, dass ich also 1990 meine Umschulung als Techniker Zeichner angefangen habe im Februar. Mhm. Und, nee, im Oktober. Ist ja wurscht. Und der Sascha hat also da Ahnung von. Sascha ist die erste große Liebe. Ja, genau. Mit dem du deinen Hauptfreund, wir nennen ihn mal Hauptfreund, Wolfgang betrügst. Ja, ne? Genau. Und der hat also Ahnung davon und hat also dann mich in Mathematik zum Beispiel auf eine 2 gebracht. Das heißt, ich habe ihm zu verdanken, dass ich quasi... Wie hat er das denn gemacht, dass du eine 2 hast in Mathematik? Ja, dass er mir das erklärt hat. Ich bin also am Wochenende zu ihm gefahren. Wie hat er dir das erklärt? Nein, ich bin jetzt unsachlich. Okay, also so fing das an, dass er dir quasi ein bisschen Nachhilfeunterricht gegeben hat. Ja. Mhm. Gerade eben hat mein Freund mich erschossen. Wie bitte? Er kam gerade um die Ecke und erschoss mich, der Wolfgang. Weil du das jetzt hier erzählst, oder wie? Ja, nee, einfach so. Also das ist schon okay. Ich habe ihm das ja gesagt. Mhm. Ne? Gut, also so fing das an. Aber Nachhilfeunterricht zu bekommen... Oder ja, in Anspruch zu nehmen. Ja, gut, ist ja eine ganz andere Geschichte, als dann wirklich in die Kiste mit dem Mann zu gehen. Ja, mein Gott, wenn mich einer anfängt zu streichen und der erwischt die richtigen Stellen und nun kennt der Sascha mich ja von früher noch, dann ist bei mir kein Halten mehr. Dann kannst du nicht Nein sagen. Ja, es kommt auf den Typ an. Nun könnte man ja sagen, okay, das kann mal passieren oder ist halt damals passiert. Im Stress des Lernens und was weiß ich. Aber warum hat es denn dann so lange gedauert und dauert immer noch an? Weil es inzwischen so ist, also wenn ich zum Sascha fahre, bin ich die wichtigste Person, die es für ihn gibt. Mhm. In dem Moment. Ne? Mhm. Er holt mich ab vom Bahnhof, er bezahlt mir, wenn ich will, die Fahrt. Er holt mich ab, er bringt mich zum Bahnhof, er macht Frühstück, er kocht Tee, er geht Brötchen holen. Mhm. Er geht mit mir ins Kino, wenn ich will. Also ich kann jegliche Verantwortung... Du bist die Königin. Ja, genau. Mhm. Und das kann man natürlich in einer festen Beziehung nicht bringen. Kann man auch. Ja, gut, aber ich meine, würdest du das mitmachen, ganz ehrlich? Ich würde mich gern verwöhnen lassen und ich verwöhne auch gerne, ja, auch in einer festen Beziehung. Aber ja. Beim Sascha ist halt nur das Verwöhnen lassen. Ich gehe zum Beispiel baden und wenn er dann merkt, dass ich fertig bin, kommt er mit einem angewärmten Handtuch. Ist ja doll. Ja. Das heißt, du brauchst bei Sascha gar nichts machen, du wirst im siebten Himmel hin und her getragen. Genau. Ne? Nun klingt das alles sehr, sehr einleuchtend, aber auch sehr egoistisch. Was sagt denn nun wirklich dein Freund Wolfgang, dein Hauptfreund, mit dem du seit 20 Jahren zusammen bist? Schmerzt denen das denn nicht, wenn du ständig auf Jück bist bei Sascha und lässt dich dort verwöhnen?
sagen wir mal so, er ist natürlich nicht begeistert. Ne? Welcher Mann wäre das schon? Wie oft kommt das denn überhaupt vor, dass du zu Sascha gehst und fremd gehst? Früher öfter, in letzter Zeit weniger, weil er halt wenig Zeit hat. Was heißt denn weniger? Einmal im Monat? Seit einem halben Jahr nicht mehr. Erstmal. Also es kommt immer darauf an, wie er Zeit hat. Sagst du das denn dann deinem Hauptfreund, dem Wolfgang? Pass mal auf, natürlich. Wolfgang. Ich bin heute Abend, also sagst du es ihm sofort, ich bin heute Abend bei Sascha. Ja. Und dann sitzt der Arme zu Hause und guckt Fußball und denkt, was treiben die beiden jetzt miteinander? Das glaube ich weniger, dass er das denkt. Sag mal, der Wolfgang, der ist jetzt in deiner Nähe, ne? Ja, der ist leider schon schlafen gegangen. Der muss morgen um 5:30 mit dem würde ich ja jetzt gerne mal reden, wie der das wegsteckt. Ja, also er hat ja auch die Freiheit. Er könnte ja auch, wenn er wollte. Wenn er denn würde wollen, würdest du es denn auch so hinnehmen? Ja, natürlich. Das ja. Das ja. Also es würde dir nicht viel ausmachen? Nein, es war zum Beispiel so, es war also so, dass ich Silvester, waren wir bei meiner besten Freundin eingeladen. Die hat momentan Liebeskummer. Und ich bin um 3:30 gegangen und der Wolfgang war bis zum nächsten Abend um 7:00 da. Ne, und er kam also dann und meinte also dann, ich habe nicht mit der Inna geschlafen, wenn du das denkst. Ich sag ja, ist okay, ne? Also er würde mir das dann auch sagen. Also Ehrlichkeit ist also... Ja, und dir wär's egal, du würdest es so hinnehmen. Es ist ja keine Konkurrenz. Ja, sagt sich so leicht, ne? So eine Liebesaffäre kann sich natürlich leicht zu einer Konkurrenz ausweiten. Ja, aber dann muss man festlegen, erstmal nimmt der Sascha den Bock ja nichts weg. Ne, weil sonst müsste ich ja sagen, gut, ich starte mit dem Boffer 100 Mal, jetzt dreimal mit dem Sascha, also mit dem Boffer nur noch 97 Mal, das ist Quatsch. Also dann, der Sex mit dem Wolfgang macht dir genauso viel Spaß wie mit deinem Geliebten. Ja, es ist ja nicht besser oder schlechter, sondern es ist einfach nur anders. Ja, und du hast halt mehr, ne? Ja. Eine andere Variante. Ja gut, aber ich meine, der Sascha hat ja auch noch eine Freundin nebenher. Und die weiß das auch? Ja, natürlich, die hat nämlich auch noch einen Freund nebenher. Gott im Himmel. Wie weit das weiterläuft. Sodom und Gomorra, was ich da höre. Ich bin erschüttert. Nicht. Willst du mal mit Domian sprechen, Wolfgang? Wenn er da ist, bitte. Nein, er möchte nicht. Ach. Schade. Schade. Er möchte einen Satz sagen. Moment. Ja, einen Satz, bitte. Ja. Ich verstehe kein Wort. Übersetz mal. Er sagt, es ist blödsinnig, eifersüchtig zu sein über eine Sache, die jeder Mensch unbegrenzt zur Verfügung hat. Das ist Sex. Nochmal für Dove. Es ist unsinnig, eifersüchtig zu sein? Über eine Sache, die jeder Mensch unbegrenzt zur Verfügung hat. Aha. Und jeder Mensch hat Sex zur Verfügung. Okay, wenn er das so cool sieht. Ich könnte es an seiner Stelle nicht so cool sehen. Was für ein Gefühl hast du eigentlich noch zu deinem Hauptfreund, zu Wolfgang? Liebst du ihn? Du liebst ihn? Ja. Es ist doch so. Sagen wir mal so. Also erstmal so. Treue ist... Nee, Wolfgang, das geht nicht. Treue ist für uns, dass ich weiß, dass ich mich hundertprozentig auf den Wolfgang verlassen kann. Das heißt, wenn ich falle, dass da einer ist, der zu mir hält. Und davon gehst du aus und das ist so. Und deshalb ist das auch keine Konkurrenz. Ich weiß, dass der Wolfgang zu mir steht. Und er Brigitte, weiß das genauso wie bei mir. Wenn der Wolfgang sagen würde, ich möchte das aber nicht, du tust mir dazu sehr weh, würdest du es sein lassen? Ja. Ah ja. Ja, okay, das finde ich eine konkrete Art und Weise, damit umzugehen, so wie du es jetzt sagst. Ja, das geht auch. Ja. Seit 10 Jahren gehst du fremd und das wird dann noch weiterlaufen, ne, wahrscheinlich. Ja, ich denke, wir werden irgendwie so mal enden wie ein altes Ehepaar oder so. Ich wollte da noch eine Geschichte zu erzählen. Ja. Also meine beste Freundin war mal mit mir beim Sascha. Und dann hat der Sascha mich gefragt, ob ich was dagegen hätte, dass er mit ihr schläft. Und ich habe gesagt, ja, ich habe was dagegen. Ach. Und das war dann für ihn klar, dass er nicht mit meiner besten Freundin schläft. Ah, also du bist eifersüchtig sogar bei deinem Geliebten. Der darf nicht mit jeder anderen irgendwas machen. Das ist so eine Sache, meine beste Freundin, hatte ich irgendwie doch Angst, dass das eine Konkurrenz ist. Achso, ich verstehe. Aber wenn Sascha, also dein Geliebter, ich muss das mal ein bisschen übersetzen mit den vielen Namen, wenn Sascha, dein Geliebter, mit seiner Freundin was hat, mit seiner Festen, das ist ja auch völlig wurscht. Ja. Völlig wurscht. Ja.
Also, ist ein Lebensmodell. Und wenn alle Beteiligten damit zurande kommen, ist das okay? Ja, das ist die Wichtigkeit. Das ist die Wichtigkeit. Wichtigkeit dabei ist Ehrlichkeit. Ja, ohne Ehrlichkeit funktioniert das. Und wenn der Wolfgang wirklich sagt, es verletzt ihn nicht, dann ist es okay. Wenn Wolfgang aber nur runterschluckt, dann wäre es natürlich nicht okay, ne? Nein, wir haben also drüber gesprochen. Mhm. Und ich meine, er hat mich auch schon beim Sascha vorbeigefahren. er sagt also, es gibt Dinge, die der Sascha dir geben kann, die kann ich dir nicht geben. Sehr abgeklärt. Sehr abgeklärt. Ja, mein Gott, der hat ein Selbstbewusstsein, das bewundere ich. Er ist schon ein toller Mann. Also, Brigitte, das kann man nicht anders sagen. Ne? Schön, dass du durchgekommen bist, weil das ist natürlich so eine Variante, die man nicht alle Tage hat, die du jetzt gerade erzählt hast. Ne? Ja, eben, aber ich habe gedacht, das ist vielleicht auch für andere Leute mal ganz interessant, weil es wird einem ja nichts weggenommen. Ja. Ne? Und wenn mal das keine Konkurrenz ist, ich meine, das kann immer mal passieren. Na klar, also ich wünsche, dass das weiter so gut läuft. Na, ich denke schon. Es hat sich jetzt seit 10 Jahren eingespielt. Alles Gute und viel Spaß. Ich danke dir. Ne? Auf Wiederhören. Ja, tschüss, Domian. Tschüss. Ja, so kann das gehen mit dem Fremdgehen. Also was man hier immer so hört, ne? Was es alles so gibt und wie Menschen ihr Leben organisieren, ist ja bisweilen doch sehr erstaunlich. Also es gibt nicht nur diese 0815 Regeln und Formen, miteinander umzugehen. Telefonnummer 0800 5678 111. Thema heute Nacht hier bei mir: Fremdgehen. Geht ihr fremd? Macht ihr es heimlich? Macht ihr es offen? Habt ihr ein schlechtes Gewissen? Wie lange geht ihr schon fremd? Gibt es da quasi ein richtiges Doppelleben, was ihr vielleicht aufgebaut habt? Oder seid ihr ein trauriges Opfer, das irgendwie aufgeflogen ist? Euer Partner, eure Partnerin geht fremd und hat es euch nicht gesagt. Ihr könnt mir aufwachsen unter 0800 5678 110. Nächster Anrufer ist Michael. Ich sehe nur Frauen hier. Ich sehe nur Frauen auf meinem Bildschirm. Ich glaube, die Frauen gehen nur fremd, oder? Michaela, 18 Jahre alt. Hallo. Hallo, und schon fremd gegangen? Nein, ich bin nicht fremd gegangen. Ach. Es geht überhaupt nicht um mich und es geht auch nicht um meinen Freund. Aha, über wen reden wir dann? Über meine Stiefmutter. Aha. Erzähl. Ja, also meine Stiefmutter geht seit längerem fremd. Mhm. Und zwar meinem Vater. Ihr wohnt alle noch in einem Haushalt zusammen? Nein, ich wohne bei meinem Freund. Du wohnst bei dem Freund? Ja. Und dein Vater wohnt mit der Stiefmutter zusammen? Wohnen da noch andere Kinder oder wohnen die beiden? Ja, ein Kind noch. Ein Kind. Ist das deren Kind oder? Das ist deren Kind, ja. Das ist deren Kind. Also kleiner dann noch, oder? Ja. Mhm. 6 Jahre alt. Mhm. Mhm. Und zwar geht sie, also jetzt wie gesagt, schon seit längerem fremd. Das geht bestimmt schon ein halbes Jahr. Mhm. Und woher weißt du das? Ja, sie erzählt es jedem. Sie erzählt es sogar jedem? Sie erzählt es jedem, ja. Das weiß also jeder. Wo bei uns immer mit uns zusammen ist, der weiß das. Also jeder weiß das. Hat sie es dir auch schon erzählt? Sie hat es mir auch schon erzählt. Aha. Ich weiß sogar Details. Also so ist es nicht. Was denn für Details? Ja, also so, was die schon so getrieben haben und so. Mhm. Also sexuell, was die gemacht haben? Ja. Das erzählt die dir? Das erzählt die mir, ja. Und dein Papa weiß das nicht? Sagen wir es mal so, da das ja jetzt schon seit längerem geht, mhm, und sie hatte ihm das schon mal gesagt, mhm, dass das war. Ach, sie hat es ihm schon gestanden einmal. Ja, sie hat es ihm schon gesagt und hat aber hinterher gesagt, es ist vorbei. Mhm. Und es ist eben nicht vorbei, es geht genau so weiter. Wie oft passiert es denn in der Woche? Ach, das kann man so nicht sagen, also es ist nicht regelmäßig. Das ist, die laufen sich über den Weg. Ah ja. Dann haben die wieder Probleme miteinander und irgendwann hängen sie doch wieder aneinander. Es ist auf jeden Fall immer derselbe. Es ist immer derselbe, ja. Mhm. Hat dein Vater das denn jetzt auch mitbekommen, dass das doch noch weiterläuft mit dem anderen Mann, mit dem Nebenbuhler? Ja, ich weiß es nicht so genau. Das ist eben, also sie sagt zu ihm, es wäre vorbei. Mhm. Andererseits sagt sie auch zu ihm, sie kann den anderen nicht vergessen. Mhm. Und sagt aber trotzdem, es wäre vorbei. Mhm. Dass es jetzt doch noch weiterläuft und nicht vorbei ist, hat sie dir das auch erzählt persönlich? Ja. Aber was denkt die Frau sich denn? Das ist doch dann klar, dass du es deinem Vater weitererzählen würdest, eventuell. Ja, das ist eben nicht klar. Und warum erzählst du es deinem Vater nicht weiter? Ja, das ist eben das Problem. Mhm. Und zwar habe ich zu meiner Stiefmutter ein sehr gutes Verhältnis. Ach so. Sie ist für mich eigentlich wie meine beste Freundin. Mhm. Und andererseits ist aber da auch noch mein Vater, der eben mein Vater ist. Mhm. Und als es damals rauskam, hatte sie auch nichts Besseres zu tun, als ihm auch noch zu erzählen, wer das alles gewusst hat. Mhm. Also, dass mein Freund das gewusst hat, dass ich das gewusst habe. So, dass dein Stiefvater schön doof dastand, ne? Mein Vater, nicht? Dein Vater, natürlich, ja, dein Vater. Alle anderen wussten es und er wusste es nicht, ne? Genau. Mhm. Und mein Vater war dann natürlich hinterher stinksauer auf mich, hat nicht mehr mit mir geredet.
Es war also wirklich über Wochen, dass totale Funkstille geherrscht hat. Keiner von uns beiden den ersten Schritt machen wollte. Er hat zu Hause gelitten, ich habe hier darunter gelitten. Und kann man ja auch irgendwie verstehen, ne? Ja, klar, ich kann es auch verstehen, auf jeden Fall. Michaela, wenn du jetzt so gut befreundet bist mit deiner Stiefmutter, dann hast du ja auch einen Einblick in die Ehe zwischen ihr und deinem Vater. Ja. Funktioniert das nicht mehr so richtig? Nee, also im Moment nicht. Im Moment muss ich sagen, überhaupt nicht. Also generell nicht, nicht nur bezogen auf das Sexuelle? Ja, also überhaupt nicht. Überhaupt gar nicht, nicht mehr. Zwischen den beiden herrscht irgendwie Funkstille. Die wohnen nur noch unter einem Dach. Meinst du, dass die Liebe abhanden gekommen ist? Nee, das würde ich nicht sagen. Weil sie hängen aneinander. Keiner will den anderen verlassen. Und eben auch der Nebenläufige hat meine Stiefmutter schon vor die Wahl gestellt und hat sie ihr gesagt, also du musst dich entscheiden. Entweder er oder ich. Das ist ein schönes Wort, der Nebenläufige. Ja. Ja, wurde ich gerade ganz hellhörig, der Nebenläufige. Der hat sie auch schon vor die Wahl gestellt. Entweder der oder... Also entweder dein Mann oder ich. Ja. Und daraufhin hat sie dann aber zu ihm gesagt, dass sie meinen Vater nicht verlassen kann. Warum nicht? Zum einen, weil da die kleine Tochter ist. Und zum anderen, weil sie es irgendwo auch nicht will. Und dann hat er gesagt, okay, dann ist es vorbei. Und zack, zack, noch keine Woche später haben die beiden wieder aneinander gegangen. Lagen sie schon wieder in der Kiste? Ja. Und es geht hauptsächlich um Sex? Vermutlich, ne? Nee, also man kann nicht sagen, dass sie direkt Sex miteinander haben. Sondern? Also das ist dann so, sie fahren zusammen auf die Burg und machen irgendwelche Liebesspiele, die aber nicht so auf miteinander schlafen rausgehen. Das sei dann Oralverkehr und so weiter. Na gut, das langt ja nur auch schon, ne? Ja, also es langt schon. Es muss ja nicht immer der klassische Koitus sein, ne? Ja. Man kann ja sonst auch viele Schweinereien machen und das ist dann halt auch richtiger Sex, ne? Ja. Also Sex ist immer mit dem Spiel. Ja, und mein Problem besteht jetzt eigentlich darin, weil nachdem mein Vater das ja dann raus hatte und auch wusste, dass ich das wusste, und hat mich dann, als ich dann also zu Besuch bei denen war, und da hat er mich ganz böse in die Mangel genommen. Ja, also kann man natürlich auch irgendwie verstehen. Ich habe gerade nur so überlegt, Michaela, wenn du so ein gutes Verhältnis zu deiner Stiefmutter hast, dann könntest du doch eigentlich auch auf sie einwirken, in irgendeiner Weise eine klare Position zu beziehen oder klare Verhältnisse zu schaffen. Das haben wir alles schon versucht. Also, es gibt ja viele Modelle. Es muss ja nicht gleich die Trennung sein. Es könnte ja auch sein, wenn die beiden Probleme in ihrer Ehe haben, dass sie einfach einen Dritten hinzuziehen, um Hilfe zu bekommen. Haben wir alles schon vorgeschlagen. Und nicht immer, aber die machen es nicht. Nee, wir haben schon mit mehreren Leuten mit ihr geredet. Eben auch, mein bester Freund hat auch schon zu ihr gesagt, ey, so geht es nicht weiter. Wir gucken uns das auch nicht länger an. Ja, du musst deiner Stiefmutter halt auch klar machen, dass du in einem Loyalitätskonflikt bist. Dass du deinem, dass du deinem Papa eigentlich das auch dann sagen musst, weil das sonst Lug und Trug alles ist. Ja, und das ist es. Sie lässt nicht mit sich reden. Nicht mit sich reden? Nein. Aber was meinst du denn, wo es dran hapert? Was ist die Ursache, warum die nicht so gut miteinander klarkommen im Moment? Oder vielleicht auch seit einiger Zeit schon? Mein Vater ist arbeitslos. Meine Stiefmutter hatte eine Bandscheibenoperation, ist dadurch ebenfalls arbeitslos. Schon seit längerer Zeit. Ich meine sogar schon seit die Kleine auf der Welt ist. Und die hängen dann den ganzen Tag aufeinander. Und es gibt immer Krach. Und gehen sich auf die Nerven. Die gehen sich auf die Nerven. Mein Vater regt das halt auf, dass sie nicht arbeiten geht. Also da ja nur ein Kind auch mit im Spiel ist, ist die Sache ja noch eine Nummer ernster als ohne Kind. Ja. Vielleicht könntest du auf der Ebene nochmal versuchen, die beiden zu erreichen, dass sie klare Verhältnisse geschaffen werden müssen, schon allein wegen des Kindes. Ja, das und ist eigentlich ist sie ja die Ansprechpartnerin, weil sie geht ja fremd und sie hat das ja immer wieder, eigentlich musst du viel intensiver mit ihr reden. Ja, das ist eben, und wenn sie lässt nicht mit sich reden, sie sagt immer ja und es passiert aber gut, nicht. Aber dann ist es aber auch in Ordnung, Michaela, finde ich, wenn du deinem Vater auch klar Tisch machst und wenn du es ihm erzählst, was du von ihr weißt, finde ich in Ordnung. Ja. Mehr kannst du ja gar nicht mehr machen. Du bist 18 Jahre alt und kannst da nicht die Ehe retten. Ne? Ja, nee, klar. Was mich eben an der Sache auch aufregt, ist, dass ich zwischendrin stehe. Na klar, du bist auch in einer gewissen Weise Mitleidtragende, ne? Weil du zwischen den Stühlen hängst, auch klar. Ja. Als mein Vater mich damals dann gefragt hat, warum ich nichts gesagt habe, habe ich dann gesagt, zum einen geht mich das eigentlich überhaupt nichts an. Ja, aber du hängst ja doch... Nichts zu tun. Na klar, aber du hängst ja schon
heftig mit drin, ne? Ja. Durch die Freundschaft. Also, ich finde, dass du beiden dich gegenüber loyal verhalten solltest, das heißt, dem Vater auch reinen Wein einschenken solltest. Ja. Und du wirkst schon sehr oft auf die Stiefmutter ein, und wenn es nichts nutzt, dann kannst du nichts machen. Das sind erwachsene Leute, ne? Ja. Alles Gute. Okay. Was wirst du denn für dich, du bist 18 Jahre erst alt, aus diesen Erfahrungen lernen, die du da jetzt ständig mitkriegst, für dich und für dein eigenes Leben? Ja, ich habe mir da bis jetzt noch keine Gedanken drüber gemacht, weil ich meine, ich bin nie fremdgegangen, ich werde nie fremdgehen. Mein Freund und ich haben ein super Verhältnis und das käme für mich überhaupt nicht in Frage. Ich meine, wenn man sowas mitkriegt, wie du es jetzt mitbekommen hast oder ständig mitkriegst, ist man vielleicht noch mehr ein gebranntes Kind in Sachen Fremdgehen und man sagt und man wird sagen, ich mache das nun wirklich nicht. Ich weiß, habe am eigenen Leibe erfahren, was es bringt, ne? Oder was es nicht bringt. Ja. Alles Gute dir. Okay, danke. Liebe Michaela, ciao. Ciao. Ein Mann ist jetzt dran. Der heißt Hans und ist 50 Jahre alt. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen, Domian. Ich grüße dich. Ja, Hans, guten Morgen. Ich grüße dich. Als ich gestern Abend deine Sendung hörte, da habe ich zu mir selbst gesprochen. Ich habe gedacht, wenn es überhaupt jemals einen Grund gäbe, in deiner Sendung anzurufen, dann ist es der zum Thema Fremdgehen. Ist es wahr? Da hast du dich sehr angesprochen gefühlt. Da haben wir uns sehr angesprochen gefühlt, obwohl ich dieses Thema in Parallelgehen für mich abwandeln möchte. Das ist ja noch interessanter. Parallelgehen. Also, wir müssen erstmal die Grundfakten klären. Du hast eine Frau? Ich bin 27 Jahre verheiratet. Genau. Kinder? Zwei Kinder, ja. Zwei Kinder. Wie alt sind die? Klar, 27 und 22. 27 und... Ja. Lustig, viele Eltern müssen immer so nachrechnen. Wie alt ist ihr Sohn? Moment mal, wie alt ist mein Sohn? Also, 27 und 22. Genau. So. Und ich höre oder interpretiere aus dem Wort parallel gehen, dass da noch andere Sachen laufen. Also, ich habe ja immer gedacht, ich wäre in unserer Ehe und auch anfangs der Schlimme. Und ich bin bekannt gegangen und hatte dann unheimlich viel Stress, das zu tarnen. Und Fremdgehen ist ja mit sehr viel Stress verbunden. Mhm. Man will ja der liebe Ehemann sein. Mhm. Und bei dem ganzen Stress habe ich eigentlich übersehen, dass meine liebe Karin parallel gegangen ist. Also die Karin ist deine Ehefrau? Das ist meine Frau, ja, genau. Jetzt hatte sie vielleicht mein... Das heißt, die ist auch fremdgegangen? Die ist auch fremdgegangen. Nur ich wäre nie auf die Idee gekommen, weil ich eben so viel Stress hatte, mein Fremdgehen zu verdecken. Hast du das denn mitgekriegt dann? Wie ist das aufgeflogen bei ihr, dass sie fremdgegangen ist? Ja, weißt du, man sagt mir immer, ich wäre ein Spätzünder, aber irgendwann... Ich weiß nicht, warum läuten bei mir Alarmglocken. Ich werde diese Situation nie vergessen. Das ist schon viele Jahre her. Da hatten wir überhaupt noch kein Auto. Mhm. Meine Karin wohnt in den Niederlanden und das war damals von uns so rund 150 Kilometer entfernt. Mhm. Da kam ein Anruf und da sagte sie, ich fahre mit einer Arbeitskollegin zu meiner Mutter. Mhm. Und ich weiß nicht, welches Pferd mich geritten hat. Ich habe diese Story einfach nicht geglaubt. Mhm. Ich habe mich in ein Taxi gesetzt und das war damals sehr weit und hat sehr viel Geld gekostet. Das glaube ich. Glaube ich, 250 Mark bezahlt. Und war dann, bevor Karin in dem kleinen Ort in den Niederlanden war, bei meiner Schwiegermutter. Die guckt natürlich und denkt, was ist hier los? Was macht er? Ja, ich sage Überraschung und ich sage, die nächste Überraschung kommt gleich. Mhm. Und die kam. Da fuhr nämlich meine liebe Karin mit ihrem Arbeitskollegen. Das war ein damals noch sehr feuriger Italiener, der hat in dem Krankenhaus als Techniker gearbeitet vor und sagte, der Kollege hätte in der Nachbarstadt zu tun gehabt und sie wären nun zufällig da. Mhm. Ja, und da war natürlich, und ich hatte vorher einen Anruf bekommen von einer Arbeitskollegin, die hat mir gesagt, pass mal auf, da ist der Antonio. Mhm. Auf jeden Fall, dieses Gesicht von meiner Karin, das habe ich heute immer noch vor Augen. Also, und da habe ich gedacht, es kann nicht wahr sein, dieses Biest. So ist es aufgeflogen dann. Aufgeflogen. Wie lange wart ihr denn verheiratet, als es anfing? Fangen wir bei dir an. Wann hast du das erste Mal, wann bist du das erste Mal fremdgegangen? Ich glaube, da waren wir 3 oder 4 Jahre verheiratet. So, und sie auch ungefähr? Bei ihr das war so fast synchron. Fast synchron. Ja. Nun sind ja viele Jahre vergangen bis heute. Habt ihr das jetzt die ganzen letzten 17 Jahre, 18 Jahre, 16 Jahre durchgezogen? Nein, wir haben dann etwas ganz anderes für uns entdeckt, dass es ja einfach albern ist, diesen ganzen Stress immer durchzuziehen. Mhm. Und einer meiner Thesen war eigentlich immer, ich glaube, das habe ich mal von einem Onkel von mir übernommen, der hat gesagt, Menschen sind nicht für
eine lebenslange Zweierbeziehung bestimmt. Der hat immer von 7-Jahres-Verträgen gesprochen, die man machen soll. Mhm. Entweder ist man froh, dass der 7-Jahres-Vertrag ausläuft, oder man gibt sich Mühe und verlängert den. Mhm. Und wir haben das für uns eigentlich auch entdeckt. Und deshalb gehen wir jetzt parallel fremd, indem wir regelmäßig bestimmte Pärchenclubs aufsuchen. Ach so. Und der Hit daran ist, dass wir sehr oft feststellen, wenn wir in solchen Pärchenclubs sind und uns anschließend wieder treffen, dass wir auch mit Parallelpärchen zusammen waren. Das heißt, sie hatte dann einen Mann und ich die Frau, die irgendwie dann zusammengehören. Geht ihr denn auch gemeinsam, also zur gleichen Zeit, in einen Club, in denselben Club? Also das hat mich natürlich auch überrascht. Als wir das allererste Mal, das war, das werde ich auch nicht vergessen, in einer Nacht, wo die Uhr umgestellt wurde und die Nacht eine Stunde länger war, das erste Mal, das war eigentlich meine Intention, gesagt haben, komm, wir gehen mal in einen Pärchenclub. Und ich musste Karin also da doch erstmal entsprechend motivieren. Da saßen wir kaum an der Theke, ich hatte noch nicht mein erstes Bier da stehen, da war die schon weg. Und da habe ich gesagt, das kann nicht wahr sein. Also, und war dir das unangenehm, als sie dann weg war, im Nebenkabuff und da vielleicht mit Männern ich hatte zugange, zunächst mal, obwohl ich eigentlich nicht so diese Panik habe, so das Gefühl, ich habe gedacht, Alarm, du bleibst hier alleine sitzen oder so. Weil wir hatten da überhaupt keine Erfahrung. Aber ich muss sagen, die Atmosphäre war eigentlich sehr angenehm. Und ist es denn in der Regel so, dass ihr in denselben Club zur selben Zeit geht? Oder ja, geht grundsätzlich, nein, grundsätzlich. Also grundsätzlich. Wir gehen nicht getrennt, sondern wir gehen gemeinsam in einen Club und tauschen uns dann auch nach dieser Nacht über. Karin sagt dann, okay, ich wusste ganz genau, das ist das Mädchen, das du nimmst. Und es sind, Hans, es sind dann aber keine Gruppensexgeschichten. Du suchst ja eine Partnerin, richtig, sie einen Mann und dann zieht man sich in separierte Räume zurück. Genau. So ist es. So ist es, ja. Hat das denn vielleicht auch den Effekt, dass ihr dann, wenn ihr dann, ihr beide wieder zusammen seid, vielleicht sogar bemerkt, wie gerne ihr euch habt und wie gut es mit euch funktioniert? Das ist der Hammer und das kann, glaube ich, ein Außenstehender, der diese Erfahrung nicht gemacht hat, und wir reden ja auch mit vielen Freunden darüber, die denken, wir hätten einander Klatsche, wie man so schön sagt. Wir kommen aus diesen Nächten ganz heiß und scharf zurück und diese Nächte, die sind unglaublich. Ne? Da fängt das Privatprogramm bei uns erst eben wieder richtig an. Würdest du sagen, dass dieses Parallel-Fremdgehen oder in die Pärchenclubs gehen letztendlich eure Liebe immer wieder wach hält oder eure Sexualität auch wach und vital hält? Das würde ich so sehen. Weil, und ich glaube, dieser Spruch, der ist eigentlich gar kein Spruch, dass man sagt, man ist nicht unbedingt für eine lebenslange Zweierbeziehung bestimmt. Ich habe das unlängst jetzt wieder in einem Land erlebt, wo die Männer jungen Mädchen nachschauten und die verheirateten Frauen ihren Männern nachschauten mit böser Miene, warum machen die das? Und wenn man das locker miteinander betreibt, ich glaube, dann kann man sich immer wieder neu begegnen und hat auch nicht den Stress. Nein, den Stress und auch nicht den Frust. Ne? Und den Frust, genau. Und man kann sich über diese gemeinsamen Erfahrungen, die man gemacht hat, wahnsinnig toll austauschen. Du hast gerade eine Andeutung gemacht, dass euer Freundeskreis das mit Naserümpfen bewertet. Also erstens wissen das nicht unbedingt alle. Aber dies wissen, die spielen dann die oftmals so Glücklichen in einer Partnerbeziehung vor und sagen, das wäre für uns unvorstellbar. Aber ich glaube, dass da viele auch nicht ehrlich argumentieren, weil sie da nicht willens sind oder in der Lage sind, diese Schwelle zu überschreiten und zu bekennen, dass dem so ist. Stellen die euch denn auch so ein bisschen dann so in die Bah-Ecke? Was würden wir nie machen, das ist ja eklig und das gehört sich nicht und weiß ich wie. Nicht so direkt, aber wir sind da schon Exoten, sage ich mal. Du hast gesagt, ihr habt Kinder. Ja. Haben die das so in den Jahren der Pubertät, als sie so ein bisschen Bewusstsein bekamen, schon unter älter wurden, erwachsener wurden, haben die es mitbekommen? Also zunächst nicht, weil wir haben wie soll ich mal sagen, also dieses Doppelleben, zunächst mal, als die Kinder noch sehr klein waren, versucht, auch parallel laufen zu lassen. Mhm. Aber mittlerweile, wie gesagt, die Kinder sind nun über 20 und sie akzeptieren das. Ne? Als sie es erfahren haben, haben die gesagt, okay, Papa, Mama, macht's euch schön, uns ist es egal, Hauptsache ihr seid zusammen? Ich muss sagen, wir partizipieren vielleicht davon, dass meine Tochter Psychologie studiert. Ach so. Und da sagte Papa, das ist okay, mach das, was... Also tolerante Kinder. Was kann Eltern schuldlos passieren, ne? Als tolerante Obwohl Kinder. Mein Sohnemann, der ist da vielleicht noch etwas konservativer, aber auch er akzeptiert letztlich das, was uns glücklich macht. Interessant ist ja, dass manchmal, aber das ist ein anderes Thema, aus solchen doch sehr toleranten Familien oftmals ganz konservative Kinder erwachsen, ne? Die ihr Leben vielleicht ganz anders regeln irgendwann. Ja,
aber ich glaube, die Kinder müssen auch erstmal erwachsen werden. Ich werde nie vergessen, meine Tochter hat, als sie noch sehr jung war, immer geflucht, weil Karin sehr viel raucht. Mhm. Ich sage ja immer, die Niederländer, die haben kommen schon zur Welt und haben eine Zahnlücke, entweder um Pommes reinzuschieben oder eine Zigarette. Mhm. Und Karin hat immer die Zigarette drin und hat gesagt, ich rauche nie. Mhm. So, und wer raucht heute am meisten in der Familie, wenn sie da ist? Sie. Sie. Ja. Also von daher... Also, wenn man ins richtige Leben gesetzt wird, dann stellt sich dann vieles schon sehr anders. Auch ein interessantes Lebensmodell, wenn alle damit glücklich sind, und das scheint ja wirklich zu sein, wie du es beschreibst, und ein ehrliches Lebensmodell. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man gerade den Bereich der Sexualität ehrlich auslebt. Und ich weiß wirklich aus dieser Zeit, wo wir bestimmte Dinge vor uns verheimlicht haben, das war Stress, das hat einen beklemmt und das ist weg. Und eine große Vielfalt in der Sexualität könnt ihr so immer und immer wieder erleben. Im Moment ja, auf jeden Fall. Ich wünsche alles Gute, auf dass es so bleibt, und viel Spaß und viel Vergnügen. Ja, du mir noch. Viel Spaß für deine Sendung. Vielen Dank, auf Wiedersehen, okay, Wiedersehen und wiederhören, Max. Hans. Tschüss. 1.33 Uhr und 55 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Nur 34, 40 Sekunden Radio 1 Live ist hier und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian heute Nacht mit dem Thema Fremdgehen. Wer von euch geht fremd? Wer von euch geht mit gutem Gewissen fremd? Das haben wir gerade gehört. Und wer von euch geht mit schlechtem Gewissen fremd? Und wer von euch ist Opfer eines Fremdgehers oder einer Fremdgeherin? Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Die nächste Anruferin ist Lisa und Lisa ist 32 Jahre alt. Hallo. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Lisa. Das Opfer bin ich. Du bist das Opfer. Ja. Erzähl. Ja, also ich habe meinen Partner einen Tag vor Heiligabend verlassen, beziehungsweise, oder er mich, ich weiß selber nicht. Mhm. Wir waren jetzt im Februar, sind wir 2 Jahre zusammen gewesen, hat mir, bevor ich ihn kennengelernt habe, erzählt, er hätte noch 2 Beziehungen am Laufen, hat die aber angeblich, so wie er mir sagt, beendet. Ja. Die eine war in Essen und die andere in Wuppertal. Mhm. Hat mich aber trotzdem auf die Beziehung eingelassen. Mhm. Obwohl ich irgendwie schon gedacht habe, 2 Beziehungen, weiß ich nicht, kann bestimmt irgendwie nicht gut gehen. Mhm. Auf jeden Fall ging es dann 3 Monate, wunderschön, schöne Welt. Er hat mir eine ganz blaue vom Himmel geschenkt, alles. Dann auf einmal ist er Wochenende weggegangen. Ich durfte ja nicht weggehen, weiß ich nicht, keine Ahnung, vielleicht war er eifersüchtig oder so. Wie, er hat dir verboten wegzugehen, alleine? Ja, ich durfte gar nichts. Also er hat mich... Aber ist auch krass, ne? Bitte? Ist krass. Ja. Aber hallo. Krass. Ich bin auch jeden Morgen für ihn aufgestanden um 3:30, weil habe ihm Butterbrote geschmiert und alles gemacht. Er ist dann noch eine Dreiviertelstunde länger liegen geblieben. Mhm. Dann habe ich mich dann morgens früh noch mit ihm hingesetzt, mit ihm noch Kaffee getrunken bis morgens früh um 5. Dann ist er zur Arbeit gefahren. Dann hat er mich kontrolliert per Telefon, ob ich auch zu Hause bin und so. Das sind die Schlimmsten. Und nach 3 Monaten wurdest du schon misstrauisch? Ja, weil er kam dann immer später heim, wie er normalerweise sein sollte. Er ist Kraftfahrer, er sagt, das ist nun mal eben der Beruf. Also, keine Ahnung. Dann hat er einen Umzug gehabt von Wuppertal nach Wuppertal. Habe ich ihm geholfen bei dem Umzug, da fand ich eine Unterhose. Eine ganz fremde, die mir also nicht bekannt war. Eine Männerunterhose? Nein, eine Damenunterhose. Eine Damenunterhose. Ja, richtig. Und da habe ich ihn drauf angesprochen. Er hatte erstmal abgestritten, das wäre nicht seine. Er wüsste auch nicht, wo die herkommt. Ich sage, meine kann das auch nicht sein, das ist nicht meine Größe. Ja, nee, dann wäre die vom Umzug, von dem Umzug irgendwie aufgetaucht. Das habe ich aber allerdings in seinem Bett gefunden, ne? Im Bett hast du die sogar gefunden? Ja. Ist ja klassisch, ne? Ja. Ein Damenslip im Bett des Freundes. Ja, und da habe ich zu ihm gesagt, pass auf, ich sag, ich weiß von deinen Beziehungen damals, ich sag, wenn da was gelaufen ist, ist okay, ich sag, jeder hat eine zweite Chance verdient. Ja, hat aber erstmal die ganze Zeit abgestritten, dann habe ich auch die erste Zeit nicht mit ihm schlafen wollen, weil mir das irgendwie wehtat.
Und dann hat er gesagt, ja, da hat er sowieso nicht mit mir schlafen, das kann ich ja sowieso woanders hingehen. Mhm. Wir reden jetzt von der Zeit, ihr wart 2 Jahre zusammen, hast du gesagt. Und nach 3 Monaten fing das schon so an. Ja. Nun ist ja von der Zeit damals, nach 3 Monaten, bis jetzt im Dezember, als ihr euch getrennt habt, ist ja noch viel Zeit vergangen. Ja. Wie viel Mal hat der dich denn betrogen in der Zeit? 3 Mal, wovon ich weiß. 3 Mal? Einer hat er sogar mitgebracht. Wie mitgebracht? Zu mir nach Hause. Nachts vom Kneipengang. Und du warst auch zu Hause? Ich war zu Hause, ich durfte ja nicht weggehen. Ui, und was geschah denn? Dann kam er mit der Frau? Mit der Frau kam er nach Hause. In deine Wohnung? In meine Wohnung, ja. Und dann? Mit noch ein bisschen Bier, er wollte sich ja noch einen trinken. Er hat er sie vorgestellt und da wurde ich schon stutzig. Ich sag mal, woher kennt sie ihn denn und so? Ja. Ja, die hätte er kennengelernt. Und dann ist er dann auf Toilette gegangen. Mhm. Und da habe ich sie so hinterrücks gefragt, immer, war da zwischen euch was? Nee, da war nichts und hier und da. Ich traue ihm nicht. Ich sag, du kennst die Hintergründe nicht. Und dann habe ich ihn nochmal gefragt. Mhm. Ja, er hat gesagt, ja, da wäre aber angeblich nichts gewesen. Mhm. Und dann habe ich ihn dann unter Druck gesetzt. Ich habe gesagt, ich sag, pass auf. Ich sag, das eine Mal habe ich dir verziehen, ist das zweite Mal aber nicht. Da sag mir jetzt die Wahrheit. Mhm. Ja, es wäre so passiert. Und wo ist es passiert? Er sagt ja, sie sagt ja. Nee, wo es passiert ist? Bei ihm zu Hause. Bei ihm zu Hause. Aber bringt es ist so dreist und bringt sie dann auch noch mit zu dir. Ja. Aber da hatten die schon einmal miteinander was gehabt. Da hatten die schon einmal was miteinander gehabt. Aber was hat er sich denn dabei gedacht, die Frau dann mit zu dir in die Wohnung zu bringen? Ich weiß es nicht. Vielleicht wollte er mir irgendwie wehtun oder was. Ich, keine Ahnung. War schlichtweg besoffen und hat nicht drüber nachgedacht. Oder so. Ja. Das schiebt er dann immer vor. Jetzt habt ihr euch am 23. Dezember letzten Jahres getrennt. Ist da noch mal ein Knaller passiert, wo du sagtest, jetzt ist Schluss, ich mach nicht mehr weiter? Ja, nach Weihnachten. Vor Weihnachten ist zwar auch noch was passiert, aber da hat er, wie gesagt, auch wieder gesagt, da wäre nichts gewesen. Mhm. Nee, weil du gerade meintest, dass ihr euch einen Tag vor Heiligabend getrennt habt. Ja, da war er hier. Mhm. Da hat er irgendwie mit meinem Sohn nochmal irgendwie Stress gehabt. Mhm. Der ist nicht von ihm. Und er sagt, oh, mein Sohn, der ist 15, der lässt sich nicht alles gefallen. Mhm. Was hat denn das Fass zum Überlaufen gebracht, letztendlich, bei dass dir? Dass er wieder angetrunken war und er weggehen wollte. Und da habe ich nur zu ihm gesagt, pass mal auf, wenn du meinst, du müsstest weggehen, dann gehe ich auch. Also, du bist ein Opfer eines Fremdgehers, der dich betrogen und belogen hat und immer wieder so hingehalten hat auch und mal so gesagt, hin und her. Ja. Und du hast einen Strich drunter gezogen, hast gesagt, Schluss, basta, 2 Jahre, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr raus. Und ist das jetzt endgültig? Nee, er ruft ständig über mein Handy an. Mhm. Ich habe ihm auch gestern noch einen Brief geschrieben. Mhm. Vielleicht war da ein Fehler. Habe ihm reingeschrieben, lass uns wenigstens Freunde sein, damit ich ihn vielleicht noch sehe, weil ich hänge ja noch an ihm, ist ja noch relativ frisch. Aber du willst ihn nicht mehr als Geliebten haben, als Partner? Würde ich schon, nur ich weiß, dass er sich vielleicht gar nicht ändern wird, weil ich sag mir, wer einmal fremd geht, er ist 44, der Mann, irgendwann muss er ja mal gescheit werden oder was. Also die ganze Sache ist wahrscheinlich noch nicht ausgebadet, ne? Für mich, nee. Nee, das klingt so, ne? Wenn du das nämlich so ein bisschen andeutest, ja, eigentlich würde ich ihn doch ganz gerne halten. Ja, aber der ist so ein liebenswerter Mensch. Also er hat für mich alles getan. Also dann wünsche ich euch, dass ihr eine richtig gute Lösung für euch findet. Ja, was machen wir denn da? Ja, das weiß ich auch nicht. Das ist jetzt die Frage, wie sehr du dich verletzt fühlst und ob du ihm nochmal eine Chance gibst. Dann geht es vielleicht 3 Monate wieder gut und dann fängt es alles... Das Risiko musst du dann einkalkulieren, ne? Oder ob es ihm diesmal einen solchen Schock versetzt hat, dass ihr euch getrennt habt, dass er denkt oder weiß, die Lisa meint das ernst. Wir waren ja schon des Öfteren auseinander, eben deswegen. Also das ist, kann ich als Außenstehender gar nicht so raten. Da ist die Frage, wie viel Risiko du jetzt nochmal eingehen möchtest, mit der Gefahr, nochmal verletzt zu werden, ist klar, ne? Also mein Sohn hat gesagt, ich soll es nicht tun. Und der ist 15 Jahre alt und hat ein gutes Gespür dafür. Ja. Lisa, wie auch immer du dich entscheidest, ich hoffe, es ist die richtige Entscheidung. Alles Gute. Klar. Auf Wiederhören. Danke dir. Tschüss. Nicole. Hey. 25 Jahre alt. Hallo. Hallo, grüß dich. Nicole, bist du eine Fremdgeherin? Ja. Aha. Auch. Ganz kräftig. Eine ganz kräftige sogar. Eine ganz kräftige sogar. Wir müssen die Fakten klären. Die Grundfakten. Du hast einen Freund... Ja. Wie lange schon? 5,5 Jahre. 5,5 Jahre? Ja. Und seit wann gehst du fremd? 3,5 Jahre. 3,5 Jahre schon. Weiß er davon? Ja. Von Anfang an? Ja. Erzähl mal, wie ist es dazu gekommen? War eigentlich ganz putzig, weil ich bin damals mit meinem Chef ins Bett gestiegen und... er stand halt einfach in der Tür drin. Also, du bist mit deinem Chef ins Bett gestiegen? Ja. Macht ja auch nicht jeder.
Ach nee, das ist so ein Schnuppeliger. Und ich meine, überleg mal, ich bin 25 und erstmal gerade 34, also von daher passt es schon. Liegt es nahe, meinst du? So, und wie kam es jetzt, dass dein Freund in der Tür stand? Wo passiert das? Er hat seine Nachtschicht früher beendet. Bitte? Er hatte seine Nachtschicht früher beendet. Ach so, und der Chef war bei dir zu Hause, bei euch zu Hause? Ja. Mhm. So, direkt in Flagranti. Es stand ein Freund in der Tür, während du mit deinem schnuckeligen 34-jährigen Chef im Bett zugange warst. Und was passierte da? Jo, es hat ein bisschen geknallt und danach waren irgendwo die Linien irgendwo doch begrenzt geregelt. Was war? Die ersten zwei Jahre. Das habe ich nicht verstanden. Was war begrenzt geregelt? So von wegen, also ich meine, also mein Schnuppel, den ich zu Hause habe, das ist also Thorsten auf gut Deutsch gesagt, und er ist für mich alles irgendwo, aber er bringt es halt teilweise nicht so unbedingt und deswegen muss man halt dann auch eventuell mal ein bisschen umsatteln. Was? Moment. Ja, hammerhafte Sachen, was ich höre. Er bringt es. Komm. Nein, ich muss fragen. Er bringt es nicht so? Nee, nicht unbedingt. Was heißt das? Er ist im Bett nicht gut, oder wie? Möchte ich jetzt nicht so direkt sagen. Aber erklär's mir doch, was du meinst mit er bringt es nicht so. Ich meine, bei Thorsten sind die Streicheleinheiten nicht so extrem wie zum Beispiel bei Mike. Mike ist dein Chef? Ja. Ja. Und wir kommen super gut miteinander aus. So, es ist mir aber immer noch nicht klar, nachdem Thorsten, dein Freund, euch erwischt hat, was ist danach passiert? Die nächste Zeit danach? Oh, die nächste Zeit danach war eigentlich ganz easy. Also wir haben also mittlerweile ganz entspannt danach miteinander gelebt, nachdem wir also erstmal das große Gewitter geklärt hatten und Thorsten war der Meinung, er müsste sich von Mike die Freundin schnallen. Auch so eine Kuddelmuddel-Geschichte. Eine Kuddelmuddel-Geschichte, genau. Also du hast ein Verhältnis mit deinem Chef Mike. Ja. Und dein Freund hat ein Verhältnis mit der Frau von deinem Chef? Genau. Man kann es ja kaum glauben. Ach nee, das musst du nicht so unbedingt sagen, weil wir haben 5 Hunde davon, ne? Also, was soll's. Wie bitte? Ihr habt 5 Hunde davon? Ja, hört sich saumäßig blöd an, ist auch wirklich was zum Lachen, aber nicht unbedingt beziehungsträchtig diesbezüglich. Nein, also die Hunde sind dann halt irgendwie mal beim gemeinsamen Grillen, als wir dann alle oben auf dem Heuboden waren, zusammengekommen und da sind halt 5 Welpen bei rausgekommen. Ach so. Das heißt also, diese beiden Pärchen haben Kontakt miteinander und wissen das auch voneinander, dass es so kreuz und quer geht. Ja. Und es gibt... Das ist völlig in Ordnung. Es gibt keine Probleme, keine Eifersucht und... Doch, gelegentlich gibt's halt auch mal ein bisschen Knatsch von wegen, warum kosten die Suppe jetzt von Mike? Du weißt doch ganz genau, was ich die nicht mag, bebe. Mhm. Klar, hast du auch in jeder Beziehung drin. Mhm. Nur, weißt du, ich meine... Liebst du denn deinen Freund Thorsten? Natürlich liebe ich meinen Freund Thorsten. Mhm. Auf jeden Fall. Wir haben uns jetzt ein Haus gemeinsam gekauft und also ich liebe ihn auf jeden Fall. Weißt du, bei aller Leichtigkeit des Themas auch klingt es mir doch alles ein bisschen sehr oberflächlich. Ja, so und so. Lass mich erst mal sagen. Kann man so Liebe wirklich leben und die Qualität einer Liebe auch halten? Doch, ich denke mal schon. Mhm. Doch, auf jeden Fall. Also zum Beispiel die Wochenenden gehören absolut nur uns. Mhm. Das sind also unsere Wochenenden und damit ist gut. Aber nun bist du ja auch noch in einem Abhängigkeitsverhältnis von Mike, der dein Chef ist. Verkompliziert das Ganze denn nicht noch zusätzlich? Nee. Das nicht? Ich kriege genauso meine monatliche Abrechnung wie alle anderen auch. Mhm. Weiß man denn in der Firma, dass ihr beide was miteinander habt? Ja. Ja, das weiß man. Das ist auch völlig in Ordnung. Weil, ich meine, also, wir haben damals, als ich bin eine gute Freundin von ihm gewesen und wir haben damals gemeinsam zusammen angefangen. Mhm. Und er hat von vornherein die Hosen angehabt und da gab es immer mal einen Kussi und einen Bussi und hast du nicht gesehen, ne? Mhm. Das war also nie irgendwo ein nennenswertes Thema halt, ne? Weißt du, warum ich gerade dich auch gefragt habe, ob du deinen Freund Thorsten wirklich liebst? Weil du diesen doch eigentlich despektierlichen Satz vorhin gesagt hast, der bringt's nicht immer so. Der bringt's auch nicht. Sagt man das über jemanden, den man wirklich lieb hat? Wenn es denn so wäre, verzeiht man es ihm nicht? Und das sagt man das? Verzeiht man schon, aber man kann es trotz alledem sagen. Mhm. Ja, sagt man. Das hat das eine mit dem Verzeihen und das andere mit dem Sagen zu tun. Na, ist es doch auch ein bisschen eine Beleidigung, wenn er das jetzt zum Beispiel jetzt hören würde hier heute Abend. Ich weiß nicht, ob er hört das heute Abend. Ist das nicht verletzend für ihn auch? Mich würde es verletzen. Nee, er weiß es doch. Mhm. Okay. Mike bringst du auch nicht immer.
Das weiß er doch auch. Mhm. Das ist doch kein Thema, wir reden doch darüber. Na gut, habt ihr beiden eigentlich auch ein Kind? Ist in der Beziehung ein Kind entstanden? Soll ich durchzählen? 1, 2, 3, 4, 6. Wie 6? Ja, 6 Hundekinder. Nicht 6 ein Hundekinder. Einziges, ja. Richtiges gut. Kind. Den, nein, Joke, aber es sind Hundekinder. Den Joke hatten wir ja schon mal. Also es gibt keine Kinder, ne? Nein. Okay, Nicole, dann macht mal so weiter, wenn ihr damit klarkommt. Alles Gute. Nur, als auf gut Deutsch gesagt, ich meine, man kann auch anders. Wie, man kann auch anders? Ja, man muss das nicht unbedingt irgendwie auf dieses obligatorische, beziehungsgeträchtige ziehen. Es geht auch anders. Das verstehe ich also nicht. Was meinst du damit? Was ich damit meine, ist von wegen, weißt du, wenn jemand irgendwo halt mal fremd geht, ne? Mhm. Kann ja immer mal passieren. Weißt du, du siehst eine süße, na du nicht, aber irgendjemand sieht eine süße Maus und von der gefällt halt der Arsch ganz nett oder weiß der Geier was. Mhm. Und man hüpft halt drauf, ne? Und das, was mich so ein bisschen ärgert, ist halt einfach so, dass die Mädels und die Jungs halt in dem Moment dann so wahnsinnig aggressiv drauf reagieren. Okay, dafür habt ihr jetzt eine andere Lösung für euch gefunden. Ne? Auf jeden Fall. Okay, auf Wiederhören. Ich meine, ich würde auch zickig reagieren, wenn ich die Alte nicht kennen würde, ne? 100%. Okay, Nicole. Aber wir verabschieden uns jetzt mal. Alles Gute, wiederhören, tschüss. Sarah, 24, nee, 23 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Sarah. Hallo. Thema Fremdgehen, du hast angerufen. Ja. Gehst du fremd oder bist du ein Opfer? Ein Opfer. Du bist ein Opfer eines Fremdgehers. Ja, und zwar letzte Woche komme ich von der Arbeit nach Hause. Mhm. Und ich habe auch 2 Kinder und meine Mutter passt auf die Kinder auf seit einem halben Jahr. Mhm. Ja, und da sehe ich wieder meinen Mann und meine Mutter zusammen im Bett liegen, ne? Und das geht auch schon seit einem halben Jahr so. Woher weißt du das? Das hat er mir selber gesagt, wir haben uns gestritten und er hat mir das gesagt, dass das seit einem halben Jahr so läuft. Ja, und da habe ich ihn rausgeschmissen. Ja, und jetzt wohnt er seit einer Woche bei meiner Mutter. Mhm. Und das ist total heftig ist das. Das ist ja doch viel schlimmer, als wenn er, finde ich, mit irgendeiner anderen Frau fremd gegangen wäre oder fremd ginge, ne? Als der mit der eigenen Mutter, weil das tut ja doppelt weh. Das ja, ist das ist echt total heftig ist das, ne? Und gerade die eigene Mutter, das echt hätte ich nicht gedacht von ihr, ne? Wie ist denn dein Verhältnis im Moment zu deiner Mutter? Ja, seitdem habe ich keinen Kontakt mehr zu ihr. Also total abgebrochen, ich will auch nicht mehr mit ihr. Gab es denn mal ein Gespräch darüber zwischen dir und deiner Mutter? Eigentlich nicht. Also seitdem der Vorfall war, nicht mehr miteinander geredet, auch kein Kontakt mehr, ne? Aber du weißt das ja schon ein bisschen länger, sagst du, ne? Dass da irgendwas im Busche ist. Ja, erfahren habe ich es letzte Woche richtig. Ach so. Mhm. Und echt von einer Minute auf andere, ich dachte, mein Gott, was ist hier los, ne? Ich dachte, du hättest vorher schon eine Witterung gehabt. Als du die da im Bett gesehen hast, was ist denn da in dir vorgegangen und wie hast du reagiert? Ja, ich habe denen dann die Schlafzimmertür zugeknallt und bin dann gleich raus und habe die Kinder gepackt und bin dann zum Bekannten gefahren. Und dann bin ich nach 2 Stunden nach Hause und habe ihn dann rausgeschmissen. Wie äußert er sich dazu? Hat er denn irgendetwas gesagt? Ja, er sagt, meine Mutter wäre besser und so, ne? Ach, wie charmant. Ja, und er hätte sich in sie verliebt halt, ne? Wie sind denn die Altersunterschiede? Wie alt ist dein Freund? Mein Freund ist 25. Und die Mutter? 44. Ja, das ist echt. Hier stehst du ohne Freund da und ohne Mutter quasi. Bitte? Hier stehst du quasi ohne Freund da und ohne Mutter. Ja. Wie lange warst du mit dem Mann zusammen? 7 Jahre. 7 Jahre? Ja. Aber wirst du denn dann nicht ganz misstrauisch? Glaubst du ihm, dass das erst ein halbes Jahr läuft zwischen den beiden? Ja, weil meine Mutter hatte vorher wenig Kontakt mit dem Dennis und sie passt ja seit einem halben Jahr auf die Kinder auf. Ja, und Dennis kommt halt früher nach Hause als ich. Und seitdem aber es gab doch früher auch schon mal Kontakt zwischen euch beiden, also dem Dennis, also deinem Freund und dir und der Mutter. Ja, aber da war ich immer dabei, ne? Da waren die nie alleine. Gehen dir denn da nicht 1000 Situationen durch den Kopf im Nachhinein, dass du dachtest, genau, damals hat sie ihn so angeguckt oder eher sie. Jetzt wird mir das klar. Gibt es sowas? Ja, habe ich schon gedacht, aber ich dachte, ich wollte das auch nicht wahrhaben, ne? Und das kann man sich auch nicht vorstellen, dass das so passiert, ne? Wie ist denn dein Verhältnis bislang immer gewesen zu deiner Mutter? Ja, total super. Wir sind auch zusammen in eine Diskothek gegangen, einkaufen.
Und sie hat auch mal bei mir geschlafen, ich dann bei ihr. Mhm. Sie hat auch auf die Kinder aufgepasst. Mhm. Ja, und das ist jetzt alles kaputt dadurch, ne? Wie ist dir zumute im Moment? Bitte? Wie ist dir zumute im Moment? Ja, total leer, ne? Mhm. Also irgendwie alle Gefühle abgestellt. Mhm. Also wie eine Wand. Mhm. Wie wird das jetzt weitergehen? Die Kinder sind ja von ihm, ne? Ja. Das heißt, er wird sich ja um die Kinder auch kümmern wollen. Ja, das heißt, das ist jetzt, was er so dann einmal im Monat sieht, kann er so übers Wochenende abholen und mehr auch nicht. Das heißt, aber irgendwie werdet ihr in Kontakt kommen, zwangsläufig, ne? Durch die Kinder schon. Ja, muss man ja. Willst du dann nochmal das Thema aufwärmen oder möchtest du gar nicht mehr darüber sprechen? Nee, ich spreche da gar nicht mehr drüber. Mhm. Weil das auch zu sehr wehtut. Ja, und wenn deine Mutter jetzt auf dich zukommt oder käme, würdest du Gesprächsbereitschaft signalisieren oder würdest du sagen, nee, ich möchte auch mit dir nicht mehr sprechen? Ja, ich würde es versuchen, weil ich will von ihr auch die Hintergründe wissen, warum sie das tut, warum sie mir so wehtut und er, ne? Ich meine, dazu gehören ja immer zwei und auf eine Art fühle ich mich auch schuldig, ne? Du? Warum? Ja, weil ich auch viel arbeite und dann, wenn ich nach Hause komme, bin ich auch kaputt und so. Und naja, da lief das mit dem Sex bei mir und Dennis auch nicht mehr so richtig. Gut, in den letzten Monaten. Aber das ist noch lange kein Grund, so etwas zu machen, Sarah. Nee. Aber wirklich nicht. Ja, das ist nicht. Hat denn dein Freund auch gearbeitet eigentlich? Ja, in der Frühschicht. Mhm, mh. Also wart ihr beide richtig am Molochen, um halt auch die beiden Kinder durchzukriegen? Ja. Mhm. Die Hintergründe, die sind primitiv und profan. Die beiden sind einfach geil aufeinander und Egoisten und haben nicht Rücksicht genommen auf dich einfach keine Rücksicht genommen. Ja, die haben wohl gedacht, ich würde da nie hinterkommen oder so, ne? Also wenn deine Mutter Anstand im Leib hätte, ja. Selbst wenn sie den süß findet, den Dennis, hätte sie sich diese Gefühle verbieten müssen, finde ich. Ja, habe ich auch schon zu meinem Stiefvater gesagt, ne? Mhm. Und er schüttelt auch nur noch mit dem Kopf. Genau. Achso, leben die beiden bislang zusammen, deine Mutter und der Stiefvater? Die haben sich auch vor 6 Jahren ungefähr scheiden lassen, weil meine Mutter hatte schon immer jüngere Männer, ne? Mhm. Und dadurch ist auch die Ehe damals kaputt gegangen. Gibt es, lebt dein leiblicher Vater noch? Nee. Schon lange nicht mehr. Hast du denn irgendjemanden, mit dem du dich da mal so ein bisschen aussprechen kannst? Eine Freundin? Ja, will ich. Das hast du. Meine Cousine, ne? Also ganz alleine stehst du nicht in der Welt jetzt im Moment? Nee, das geht. Ich fahre jetzt auch morgen erstmal in die Schweiz für ein paar Tage. Erstmal ein bisschen abschalten. Also Sarah, mach du dir da mal keinen Kopf, dass du mit Schuld bist. Auch wenn das bei euch nicht so gut gelaufen ist, kann man immer noch reden und man muss sich auch dann korrekt verhalten, dem Partner bzw. der Partnerin gegenüber. Ja. Und so etwas zu machen, finde ich super scheiße. Also gibt es gar kein anderes Wort mehr. Und ich finde es auch von deiner Mutter hundsmiserabel. Ja, ist es auch. Hundsmiserabel. Naja, ich versuche nochmal mit ihr zu reden, weil ich meine, man kann das doch nicht so unter den Tisch stellen, ne? Mhm. Ich will jetzt auch wissen, warum sie das gemacht hat, was sie von ihm will und so, ne? Mhm. Ja, deswegen. Erhol dich mal gut jetzt über Tage, wenn du Urlaub hast in der Schweiz. Ja, auf jeden Fall. Und dann. Ja, das wird irgendwie weitergehen. Natürlich wird man sich nicht aus dem Weg gehen können. Nee. Wohnt ihr weit auseinander, deine Mutter und du? Sie wohnt in derselben Stadt wie ich. Ja. Ich wünsche alles Gute, liebe Sarah. Ja, okay, danke. Auf Wiederhören. Okay, tschüss. Tschüss. Patrick habe ich noch. Hallo, Patrick. Hallo. Hallo, Patrick. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber wir schaffen es noch. Ja, ich hoffe. Bist du ein Fremdgeher? Nee, ich nicht, aber ich hab drunter gelitten. Erzähl. Ja, also ich dachte mir mal, ich wollte nur mal vielleicht zum Abschluss noch sagen, dass ich auch oft genug verarscht worden bin in meinem Leben durch Fremdgehen und sowas und ausgenutzt. Und ich wollte eigentlich nur sagen, dass man das auf keinen Fall mit dem Gleichen vergelten sollte, weil das bringt im Endeffekt doch eh nichts. Weil also man merkt vielleicht, dass man sich zum Schluss, wenn man sich dann von jemandem trennt, dass es vielleicht doch die richtige gewesen sein könnte. Das sind jetzt große theoretische Worte. Daraus schließe ich, dass du mehrfach in deinem Leben von Frauen verarscht worden bist, die fremdgegangen sind. Ganz genau. Wie oft ist es vorgekommen? Also ich sag mal so 3-4 Mal bestimmt nach längerer Zeit. Immer mit der, war es immer dieselbe Frau oder waren es wechselnde Frauen? Immer wechselnde. Immer wechselnde. Und du hast nicht auf die gleiche Weise reagiert? Oder hast du es doch und hast schlechte Erfahrungen daraus gezogen? Ich wollte
das mit dem gleichen Vergelten. Mhm. Hat es dann zwar vielleicht nicht ganz so weit hinbekommen, sage ich mal, und bin jetzt bei jemandem hängen geblieben, bei dem ich mal nicht ganz sicher bin, dass ich da auf keinen Fall so weit gehen werde oder möchte. Mhm. Also du bist dann auch schon mal damals fremdgegangen und das war es dann nicht, oder wie? Ich habe es versucht, fremd zu gehen und habe mir dann irgendwie mich dreckig gefühlt, weil ich mir dachte, warum soll es das Gleiche mit dem Gleichen vergelten? Mhm. Weil dann würde ich mich auf die gleiche niedrige Stufe geben, wie ich da mitbekommen und miterlebt habe. Ja, natürlich. Das ist natürlich auch ein vernünftiger Standpunkt. Jetzt bist du im Moment in einer Beziehung, wo du meinst, das passiert nicht. Auf keinen Fall. Von meiner Seite auf gar keinen Fall. Das sagt man ja. Das sagen ja so viele Leute. Und dann sind die hinterher baff, wenn es dann doch rauskommt, ne? Nee, also von meiner Seite ja auf gar keinen Fall. Als du das erste Mal betrogen wurdest und das rausbekommen hast, hast du selbst rausbekommen oder hat die Dame es dir erzählt, freiwillig gebeichtet? Ich kenne ihren Ex-Freund, den kannte ich. Mhm. Und durch ihn habe ich sie auch kennengelernt, bin dann mit ihr zusammengekommen und habe mich im Nachhinein, also obwohl, weil es mein Name ist, Kollege, und habe mich halt mit ihm unterhalten, habe dadurch rausbekommen. Mhm. Was war das für ein Gefühl? Der Erniedrigung, des großen Schmerzes, der Verletzung? Ja, es war schon sehr schlimm. Also ich sag mal so, dass ich mehr oder weniger erstmal ein, zwei Tage meine Ruhe haben wollte, um nachdenken zu können. Mhm. Jetzt verrat mir bitte noch, wo du dich gerade aufhältst. Das hört sich so an, als würdest du irgendwo in einer Halle stehen oder so? Nein, ich bin in einer neuen Wohnung gezogen. Ich bin gerade in einem leerstehenden Raum. Daher halt das so. Ja. Gut, Patrick, schön, dass du noch dran warst. Alles Gute. Hoffentlich setzt man dir nicht mehr übel zu. Und ich wünsche eine gute Liebe, die du da gerade hast. Alles klar. Auf Wiederhören. Okay, tschüss. So, Freunde, in der Technik war Gunther Papperitz. Das war unsere Sendung Fremdgehen. Morgen sind wir wieder da, bin ich wieder für euch da. 1 Uhr Radio 1 live, WDR Fernsehen, morgen mit einer offenen Telefon-Talkshow. Morgen dann wieder mit allen Themen, über die ihr gerne mit mir reden wollt. Ab 0 Uhr könnt ihr schon anrufen und wie gesagt, um 1 geht's dann hier los. Ich wünsche eine gute Nacht und freue mich auf morgen, bin gespannt auf morgen. Bis dahin, ciao.